Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni. Guten Abend. Mit Voraussagen sollte man grundsätzlich eher vorsichtig sein, in dieser Pandemie erst recht. Dass allerdings die Omikron-Variante des Coronavirus auch Deutschland nicht verschonen würde, das ist wohl eine nicht besonders waghalsige Voraussage, die sich nun täglich mehr zu bestätigen scheint. Zwar ist die Zahl der heute gemeldeten knapp 59.000 Corona-Neuansteckungen nicht der bisherige Tagesrekord, der liegt bei mehr als 76.000 Ende November. Doch im Vergleich zu gestern, da waren es 30.561, hat sich der Wert innerhalb eines Tages fast verdoppelt. Geht das in dem Tempo so weiter, könnte das auch die kritische Infrastruktur belasten, sprich Polizei, Feuerwehr, Pflegeheime, aber auch zum Beispiel Wasserwerke, wenn nämlich immer mehr Menschen in Quarantäne müssten. Weshalb sich die Gesundheitsminister heute Gedanken über neue Maßnahmen gemacht haben, wie etwa bei der Quarantäne. Martin Adam. Die fünfte Corona-Welle, sie ist auch in diesem Berliner Testzentrum angekommen. Von früh bis spät wird hier getestet, so viel wie nie zuvor. Die Nachfrage ist riesig. Was wir aber leider auch feststellen, ist, dass die Positivraten gerade jetzt nach Silvester wirklich exponentiell gestiegen sind, zu einem Maß, was wir so noch nie hatten. Jede vierte Neuinfektion geht laut Bundesregierung inzwischen auf die hochansteckende Omikron-Variante zurück. In einigen Testlabors liegt die Quote noch deutlich höher. Einigkeit herrscht darüber, dass spätestens kommende Woche Omikron auch in Deutschland die dominierende Virusvariante sein wird. Und trotz vermutlich milderer Verläufe warnen Experten vor einem Kollaps des Gesundheitssystems. Man kann quantitativ so ungefähr abschätzen, dass man bei Inzidenzen deutlich über 1000 dann auch wieder Intensiveinweisungszahlen sehen wird, die auf der Ebene der vierten Delta-Welle dann liegen werden. Damit trotzdem genügend Personal in Krankenhäusern und anderen Teilen der kritischen Infrastruktur vorhanden ist, schlagen Bundesgesundheitsminister Lauterbach und seine Länderkollegen heute eine Verkürzung der Quarantänedauer vor. Wir gehen in die Richtung, dass man eine sehr sichere Lösung hat, gleichzeitig aber auch die Bereiche der kritischen Infrastruktur lebensfähig hält. Das wird erreicht, indem man eben die Quarantänedauer und auch die Isolationsdauer verkürzt, aber immer sicherstellt, dass durch einen PCR-Test gewährleistet ist, niemand ist noch ansteckend. Konkret sieht der Entwurf des Bundesgesundheitsministeriums vor, dass Mitarbeitende in der kritischen Infrastruktur nur noch 5 Tage in Quarantäne gehen, wenn sie Kontakt zu einer Corona-infizierten Person hatten, oder sich 7 Tage isolieren, wenn sie selbst infiziert sind. Alle anderen müssen bei Kontakt oder Infektion nur noch 7 Tage in Quarantäne bzw. Isolierung, vorausgesetzt immer, dass am Ende ein negativer PCR-Test vorliegt und man mindestens 48 Stunden symptomfrei ist. Diese Regeln könnten dann auch hier gelten, an Schulen wie dieser in Rheinland-Pfalz, wo heute die schriftlichen Abiturprüfungen begonnen haben, mit Maskenpflicht. Auch Lehrerinnen und Lehrer sollen als Mitarbeitende der kritischen Infrastruktur gelten. Das schlägt die Kultusministerkonferenz nach ihrem Treffen heute vor. Abschließend müssen allerdings am Freitag die Ministerpräsidenten und der Kanzler über die Quarantäneregeln entscheiden. In den kommenden Tagen steht eine ganze Reihe von Gesprächen und Treffen westlicher Diplomaten und Regierungschefs mit ihren russischen Amtskollegen an. Das Ziel, eine Lösung im Konflikt an der russisch-ukrainischen Grenze zu finden oder zumindest die Lage zu deeskalieren. Und damit dieses Ziel erreicht werden kann, ist vor allem eines zentral, eine geschlossene Haltung gegenüber Russlands Präsidenten Putin. Vor allem eine gemeinsame Linie der beiden wichtigsten Bündnispartner USA und Deutschland, weshalb Außenministerin Annalena Baerbock zu einem Kurzantrittsbesuch beim Amtskollegen Tony Blinken nach Washington reiste. Über den demonstrativ gesuchten transatlantischen Schulterschluss Kerstin Klein. Washington empfängt Außenministerin Baerbock mit eisigen Temperaturen. Doch der Empfang im US-Außenministerium bei Amtskollege Blinken dürfte warm und herzlich gewesen sein. Bilder davon gibt es nicht, wegen Corona waren keine Kameras zugelassen. Beim anschließenden Pressestatement demonstrative transatlantische Freundschaft. Well, good afternoon. Annalena, thank you again. Danke, Annalena, dass du die Reise in das winterliche Washington unternommen hast. Dear Minister,
Lieber Toni, zuallererst freue ich mich wirklich sehr, dass wir uns so schnell wiedersehen können nach unserem ersten Treffen der G7 in Liverpool, einigen Telefonaten auch über Weihnachten und Neujahr in der Zwischenzeit. Doch jenseits aller Freundlichkeiten, die Sorge wegen des russischen Truppenaufmarschs an der ukrainischen Grenze dominierte das Treffen. Zweimal haben der russische und der amerikanische Präsident dazu im Dezember telefoniert. Doch eine Annäherung, eine Deeskalation, bisher Fehlanzeige. Heute in Washington deutliche Worte. Wir verurteilen Russlands Truppenaufmarsch, genauso wie Russlands zunehmend scharfe Rhetorik und die falsche Erzählung, die Ukraine handle provokativ. Das ist, als sage der Fuchs, er habe das Hühnerhaus angreifen müssen, weil die Hühner gefährlich für ihn waren. Russisches Handeln ist mit einem klaren Preisschild gekennzeichnet. Und eine erneute Verletzung ukrainischer Souveränität durch Russland hätte schwerwiegende Konsequenzen. Und beide machten klar, eine Entscheidung über Europa gäbe es nur in Absprache mit Europa. Auch das ein Signal heute. Deutschland und die USA lassen sich nicht auseinanderdividieren. Und darüber hatte ich am Abend Gelegenheit, mit Außenministerin Annalena Baerbock am Rande ihres Besuchs in Washington zu sprechen. Guten Abend, Frau Baerbock. Schönen guten Abend, Herr Zamperoni. Nach dem Treffen mit Ihrem amerikanischen Amtskollegen, da wirkten Sie in der anschließenden Pressekonferenz sehr vertraut. Es wurde dabei viel geduzt. Wollen Sie da ein neues Kapitel der transatlantischen Freundschaft aufschlagen? Wir sind in einer Situation, wo wir eine absolute Anspannung haben weltweit mit Blick auf die Situation gerade an der ukrainischen Grenze, aber auch in anderen Regionen der Welt. Und da ist es sehr, sehr wichtig, dass wir als Europäer gemeinsam mit unseren amerikanischen Freunden zusammenarbeiten, auch als Zeichen dafür, dass liberale Demokratien ein Mehrwert in Zusammenarbeit, in Kooperation sind und in einem starken Miteinander dafür, dass Krisen nicht weiter eskalieren, sondern dass man zum Dialog zurückkommt. Die Hauptkrise, um die es heute ging, das war sicherlich die Situation an der ukrainisch-russischen Grenze. Wie groß sind da die Sorgen der Amerikaner, aber auch Ihre, dass es sich beim russischen Truppenaufmarsch da nicht nur um bloßes Säbelrasseln handelt? Die Sorgen sind groß und deswegen versuchen wir auf allen Kanälen ja bereits seit einigen Wochen dafür zu sorgen, dass wir mit Russland wieder in einen Dialog eintreten können im Rahmen der NATO. Aber für mich ist wichtig, auch im Rahmen der OSZE mit einer starken Rolle auch von uns Europäern im Normandie-Format, weil wir jetzt alles dafür tun müssen, dass es zu keiner weiteren Eskalation kommt und vor allen Dingen, dass Gespräche endlich wieder aufgenommen werden. Wenn diese Gespräche aber zu nichts bringen, zu nichts führen, dann haben Sie auch gesagt, dass das russische Handeln mit einem klaren Preisschild gekennzeichnet ist. Womit genau drohen Sie den Russen da? Es geht nicht um Drohung, sondern es geht um die Grundwerte der internationalen Zusammenarbeit, dass die Souveränität von Staaten wie der Ukraine nicht weiter eingeschränkt werden darf. Und deswegen haben wir in den letzten Wochen so deutlich gemacht, und zwar mit vielen, vielen anderen Staaten zusammen, dass wenn es zu einer weiteren militärischen Eskalation oder zu einem Angriff auf die Souveränität der Ukraine kommt, dass wir dann mit diplomatischen und vor allen Dingen wirtschaftlichen Mitteln reagieren. Aber wir wollen gar nicht reagieren, sondern wir wollen dafür sorgen, dass deeskaliert wird, dass abgerüstet wird und dass wir wieder zu einem friedlichen Miteinander auch an der ukrainisch-russischen Grenze kommen. Ein wirtschaftlicher Hebel könnte ja auch die Gaspipeline Nord Stream 2 sein. Da liegt Ihre ablehnende Haltung dem Projekt gegenüber ja näher bei den Amerikanern als bei Bundeskanzler Scholz. Inwiefern ist das ein Hebel gegenüber Russland? Wir haben als neue deutsche Bundesregierung deutlich gemacht, dass für Energieprojekte aller Art, und dazu zählt auch die Gaspipeline Nord Stream 2, europäisches Energierecht gilt. Und deswegen ist gerade das Zertifizierungsverfahren mit Blick auf Nord Stream 2 ausgesetzt. Und zudem hatte noch die alte Bundesregierung deutlich gemacht, und das habe ich hier auch in Washington noch mal bekräftigt, dass das genauso für die neue Bundesregierung gilt. Das sollte es zu einer weiteren Eskalation kommen und Energie als Waffe eingesetzt werden, das auch Konsequenzen hätte für diese Pipeline. Aber nochmal gesagt, genau das wollen wir alles verhindern. Wir wollen dafür sorgen, dass wieder deeskaliert wird, dass wir wieder an den Verhandlungstisch zurückkehren.
Nun hat es aber den Anschein, als verhandle Russlands Präsident Putin lieber direkt nur mit Präsident Biden. Was können Sie denn da überhaupt noch einbringen? Es gibt unterschiedliche Kanäle und es geht auch nicht darum, wer schneller oder wer redet am meisten, sondern es geht darum, alle Kanäle zu nutzen. Deswegen ist es gut, dass es direkte Gespräche zwischen dem US-Präsidenten und dem russischen Präsidenten gibt. Deswegen ist es gut, dass es eine Einladung zum NATO-Russland-Rat gibt. Deswegen ist es gut, dass wir das OSZE-Format wieder stärker nutzen. Wir haben immer wieder deutlich gemacht, dass wir gerne ins Normandie-Format zurückkehren wollen. Und klar ist auch, wenn wir über europäische Sicherheit reden, dass wir Europäer auch dabei nicht nur mitwirken, sondern mit am Tisch sitzen. Haben Sie denn den Eindruck, dass die Amerikaner Sie da mit am Tisch auch mitgestalten lassen, wenn es darauf ankommt? Ja. Woran machen Sie das fest? Daran, dass wir uns ständig abstimmen, daran, dass ich heute hier bin, dass andere europäische Partner immer wieder im Austausch sind. Es geht um unsere gemeinsame Sicherheit, vor allen Dingen unsere Sicherheit in Europa. Es geht um unsere gemeinsame transatlantische Partnerschaft. Und das ist gerade wirklich auch ein Moment. Sie haben ja eingangs gefragt, ist das gerade ein neuer Schritt, ein neuer Weg, den man geht? Ja, ich glaube, wir stehen an einem Moment, wo wir gemeinsam dafür sorgen können, durch Dialog, durch Gespräch zu mehr Sicherheit zu kommen und auch gerade die europäisch-transatlantische Partnerschaft wirklich erneuern können. Sagt die deutsche Außenministerin in Washington DC, Frau Baerbock. Danke für das Gespräch. Danke ebenso, alles Gute. Und nach dem Blick auf die Ukraine schauen wir noch etwas weiter nach Osten. In Kasachstan ist es nach einer Erhöhung der Gaspreise zu massiven Ausschreitungen gekommen. Mehr dazu in weiteren Nachrichten mit Jens Rieber. Nach Ausschreitungen im ganzen Land erklärte die Regierung ihren Rücktritt. Landesweit wurde der Ausnahmezustand verhängt. In der Stadt Almaty stürmten Demonstranten die Stadtverwaltung. Die Behörden sprechen von hunderten Verletzten. Mindestens 8 Polizisten und Soldaten sollen ums Leben gekommen sein. Der kasachische Präsident Tokajew hat mittlerweile eine russisch geführte Allianz um Hilfe gebeten. Bundespräsident Steinmeier kann für seine Wiederwahl im Februar auf eine große parteiübergreifende Mehrheit zählen. Wie zuvor schon SPD, FDP und Grüne haben sich heute auch CDU und CSU für eine zweite Amtszeit des SPD-Politikers ausgesprochen. Eine entsprechende Empfehlung wurde von den Präsidien beschlossen. Die Unionsparteien hatten Steinmeier bereits 2017 unterstützt, als er zum ersten Mal angetreten war. In einigen Internetforen von Gegnern der Corona-Politik wird der Ton offenbar zunehmend radikaler. Wie das Jugend-Online-Angebot von ARD und ZDF Funk für Tagesschau.de recherchiert hat, gab es seit Mitte November in Chaträumen des Messenger-Dienstes Telegram mindestens 250 Tötungsaufrufe. Diese richteten sich unter anderem gegen Politiker, Wissenschaftler, Ärzte und Journalisten. Betroffen seien etwa Bundeskanzler Scholz, Sachsens Ministerpräsident Kretschmer sowie Gesundheitsminister Lauterbach. Auch das dritte Springen der Vier-Schanzentournee hat der gesamtführende Japaner Ryoyu Kobayashi gewonnen. Mit 137 und 137,5 Metern erreichte er in Bischofshofen Platz 1 vor 2 Skispringern aus Norwegen. Als bester Deutscher landete Karl Geiger auf dem 4. Rang. Nach dem wetterbedingten Abbruch gestern in Innsbruck war das Springen heute nachgeholt worden. Morgen jährt sich ein Ereignis, das die Vereinigten Staaten von Amerika zutiefst erschütterte und auch ein Jahr danach längst noch nicht aufgearbeitet ist, weder politisch noch strafrechtlich. Während im Kapitol die Wahl von Joe Biden zum neuen US-Präsidenten offiziell bestätigt werden sollte, machte sich ein von noch Amtsinhaber Donald Trump zumindest aufgewiegelter Mob auf den Weg zum Kapitolgebäude und stürmte den Sitz des US-Kongresses. Die unfassbaren Bilder, die gingen um die Welt. Noch immer tauchen bislang ungesehene Fotos und Videos von diesem Tag auf. Einiges dieses unveröffentlichten Materials zeigt nun eine aufwendige Dokumentation, die vom Südwestrundfunk mitproduziert wurde. Jenny Rieger mit einem Auszug daraus. Der 6. Januar 2021, kurz vor Mittag. Donald Trump hält unweit des Kapitols in Washington eine Rede. Sein Thema: die verlorene Wahl. Wer betrogen wird, akzeptiert keine Niederlage. Was folgt, ist ein bis zu diesem Tag unvorstellbarer Angriff auf die Demokratie. Wenn dir der US-Präsident sagt, die Demokratie ist in Gefahr und du musst sie beschützen, zum Kapitol ziehen und kämpfen, was machst du da?
Die Dokumentation Sturm auf das Kapitol erzählt die 4 Stunden dieses Angriffes. Akribisch, Minute für Minute. Wir hatten Tausende, Zehntausende Stunden an Material und die Hauptarbeit war, dieses Material zu sammeln und auszuwerten, denn es gab bis dahin vielleicht kein anderes historisches Ereignis, das so ausführlich vor Ort gefilmt worden war. Bodycams, Handyaufnahmen, private Videos, die Unmittelbarkeit der Bilder macht die Dokumentation zu einem Zeugnis der Zeitgeschichte. Denn während innen der Kongress tagt, um die Wahl offiziell zu bestätigen, formiert sich draußen ein gewalttätiger Mob. Wir nehmen das Kapitol ein, fickt euch, ihr Verräter! Die Angreifer, es sind Mütter, Kriegsveteranen, Trump-Fans, rechte Verschwörungserzähler, sie alle kommen in der Dokumentation zu Wort. Das war Amerika. Ich musste dahin fahren und unserem Präsidenten beistehen. Alle waren begeistert. Schließlich leben wir in einer Welt, in der die Menschen nicht unbedingt offen sind für unsere Ideen. Und hier waren endlich nur Gleichgesinnte. Gleichgesinnte, die bis heute zum Angriff auf das Kapitol zu stehen scheinen, ohne Reue, ohne Einsicht. Ihre Offenheit ist eine Stärke des Films und war seine größte Herausforderung. Da waren viele Menschen, die die sogenannten Mainstream-Medien nicht wirklich mögen, die nicht mit uns sprechen wollten. Aber wir haben ihnen erklärt, wir versuchen nur zu verstehen, was passiert ist. Sturm auf das Kapitol ist ein Film, der den Zuschauer mitnimmt, intensiv und schonungslos. Mitnimmt, als die Demonstranten ins Kapitol eindringen. Mitnimmt, als der Kongresssaal evakuiert und schließlich von den Angreifern eingenommen wird. 4 Stunden dauert der Kampf ums Kapitol, 4 Stunden ist der Ausgang ungewiss. Schließlich ziehen die Angreifer ab. Doch die Grundpfeiler der amerikanischen Demokratie, sie wurden an diesem Tag erschüttert. Der ganze Dokumentarfilm Sturm auf das Kapitol, der Angriff auf die US-Demokratie von Jamie Roberts, läuft morgen Abend direkt nach uns um 22.15 Uhr hier im Ersten. Und in der ARD-Mediathek ist er morgen ebenfalls schon zu sehen. Und jetzt sehen wir schon Claudia mit den weiteren Aussichten in dieser ersten Woche des neuen Jahres. Ja, Ingo, es wird jetzt sich etwas beruhigen, das Wetter. Das heißt, es wird nicht mehr ganz so nass, wie es bisher war in den Hochlagen. Aber kommt noch Schnee dazu, vor allen Dingen am Alpenrand. Deswegen dort morgen auch am wenigsten Sonne, unter 2 Stunden. Ansonsten wird morgen erstmal der sonnigste Tag dieser Woche. 2 bis 4 Stunden gibt es über der Mitte und 4 bis 6 Stunden sogar nach Norden hin. Ein Zwischenhoch beschert uns eben diese sonnigen Abschnitte. Danach aber wird es direkt wieder trüb. Und man sieht hier auf der Niederschlagsvorschau, da kommt am Freitag schon wieder ein neuer Regen zu uns herein. Erstmal wird es Schnee sein, der geht in Regen über. Wahrscheinlich Samstagnacht schon wieder neues Schneefallgebiet und am Samstag selbst dann aus Süden etwas Regen. Das heißt, es passiert immer mal wieder was beim Wetter, aber diese Regenmengen, die wir die letzten 48 Stunden hatten, gibt es nicht mehr. In der Nacht noch weiterer Schneefall, insbesondere am Alpenrand. Über der Mitte noch wenige Schauer. Von Norden her lockert es auf. Das heißt, sternklarer Himmel. Dementsprechend wird es auch kalt und glatt. Und morgen gibt es dann ein paar dichtere Wolken. Vor allem nach Süden hin am Alpenrand schneit es auch noch weiter. Da kommen auch noch mal ein paar Zentimeter zusammen. Jetzt in der Nacht Glättegefahr durch gefrierende Nässe. Denn Temperaturen nach Nordosten hin -1 bis -4 Grad. Auch in den höheren Lagen etwas Frost. Morgen Nachmittag steigen die Werte maximal auf Temperaturen von 3 bis 6 Grad, 7 Grad den Hoch- und Oberrhein entlang. Die nächsten Tage bringen dann am Freitag eben die dichten Wolken. Erstmal Schneefall, der in Regen übergeht und sich nach Osten vorarbeitet. Dahinter lockert es auf, Temperaturen an den Rhein entlang so um die 6 Grad. Dann in der Nacht zu Samstag wohl neues Schneefallgebiet. Samstag selbst über der Mitte Sonnenschein und von Süden ja schon wieder neue dichte Wolken. Und die haben dann wieder Regen und in den Hochlagen Schnee dabei. Da gehört Herr Winter auch hin. Vielen Dank für diese Aussichten. Und das waren die Tagesthemen. Hier im Ersten geht es jetzt weiter mit dem Oscar-nominierten Spielfilm 3 Billboards Outside Ebbing, Missouri. Wir sehen uns morgen Abend wieder, dann schon um 21.45 Uhr. Bis dahin, tschüss und bleiben Sie zuversichtlich, auch im neuen Jahr.